zum Dativ Challenge sind es jetzt nur noch ein paar Wochen und wir haben es nicht mehr viel Zeit. Die Gänsehaut kommt langsam, jetzt überall kribbelt es und wir sind auch schon sehr aufgeregt und wir schlafen auch nachts nur alle mit einem Zettel und einem Stift neben unserem Bett, weil das ist ganz wichtig, wenn dann Ideen kommen, dann muss man das sofort aufschreiben, weil sonst haben wir das vergessen. Die Banner haben unsere Praktikanten gezählt. Ja. Habt ihr die alle aufgeschlüsselt? Meine Excel-Datei, ja. Abrechnung mit Mika, Markus. Die Beachbälle von der DADEV. Wir haben hier beim DADEV Challenge Rot die größte Veranstaltung weltweit. Wir haben 5700 Athleten. Wir haben über 6000 Helfer. 250.000 Zuschauer, also an einem Tag. Das ist eigentlich, das sind Summen, das ist gigantisch. Ja, los geht's, los. Man muss also professionell sein, wirklich auf einem ganz hohen Level, weil das wird auch von uns verlangt. Wir wollen aber das Familiäre nicht vergessen, wir leben das ja auch. Wir sind ein Familienbetrieb und wir leben das auch mit vor. Tagtäglich mit der eigenen Mutter zusammenzuarbeiten. Oh oh. Sie hebt den Zeigefinger und sitzt uns gegenüber. Das ist gemein. Ich finde es gut, muss ich wirklich sagen. Es ist keine normale Situation, dass man innerfamiliär natürlich sowieso sehr eng ist, aber dann auch in der Firma jeden Tag zusammenarbeitet. Aber ich glaube, das Gute und das ist auch unser Vorteil, die Stärke, dass wir immer von unterschiedlichen Standpunkten ausgehen. Und wir treffen uns dann aber bei Firmenentscheidungen auch immer in der Mitte. Und es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass immer der richtige Weg war. Und deswegen sind wir unwahrscheinlich froh, dass Mom weiterhin mit dabei ist. Mom hat meistens das richtige Bauchgefühl, aus ihrer Erfahrung raus. Das ist schon gut, das beruhigt er. Einlauf der Schwimmer wird in der Zeitnahmeschleuse registriert. Seine Startnummer, die auf beiden Oberarmen aufgemalt ist, wird zusammen mit der Schwimmzeit im Zieleingangsprotokoll festgehalten. Triathlon in Rot gibt es seit über 30 Jahren. Und mein Mann und ich, wir hatten in der Zeit immer mitgeholfen. Wir hatten dann im Jahr 2000 die Anfrage von unserem Vorgänger bekommen, ob wir die Veranstaltung übernehmen möchten, weil es hat Schwierigkeiten mit Ironman gegeben. Und da haben wir im Jahr 2001 die Firma gegründet, haben einen Namen umbenannt, hat er dann nicht mehr Ironman geheißen, sondern wir haben uns dann Challenge ausgesucht. Es war sehr holprig am Anfang, wir hatten wenig Mittel. Wir konnten uns auch damals noch kein Büro leisten, wir haben das bei uns im Keller gemacht, haben da mitgeholfen, meine Kinder haben mitgeholfen und da haben wir so richtig klein, von klein auf angefangen, konnten uns auch keine Gehälter zahlen groß. Das war also sehr harte Zeit. Als die Quelle ausgestiegen ist, hatten wir ja lange Zeit keinen Titelsponsor, wollten auch das bewusst nicht, weil wir gesagt haben, wir wollten schon jemanden haben, aber wir wollten jemanden, der auch zu uns passt. Dass die DADEV dann bei uns mit eingestiegen ist, das war also ein ganz großes Glück und das hat uns unheimlich stolz gemacht. Und das sind wir heute noch und das ist für uns auch ein toller Beweis. Also wir fühlen uns da auch wie so geehrt. Als
als die Familie Weichhöfer auf uns zukam, haben wir uns das natürlich genau angesehen und haben auch überlegt, was bringt uns das. Es ist vor allen Dingen diese Familiengedanke. Das heißt auch Challenge Family, was uns dann auch beflügelt hat, weil wir sprechen ja auch immer von der Dativ-Familie, schon seit letztendlich Gründung der Dativ durch den Dr. Heinz Sebiger. Und da sind einfach zwei Familien in der Region Mittelfranken zueinander gekommen. Und so ist auch einfach die Zusammenarbeit von großem Vertrauen geprägt. Wenn ich an den Dativ Challenge Rot denke, dann muss ich sagen, da kommen schon fast die Tränen, weil ich so gerührt bin. Auch ich, da läuft das ganze Programm so ab. Schwimmstart, Zieleinlauf, wenn die Athleten so herzlich sind und sich so freuen und die dir um den Hals fallen und sich bedanken. Also für mich ist das das Schönste, dass ich für die Menschen was mache, wo die ganz viel Spaß haben und die ja eigentlich auch das ganze Jahr darauf hinarbeiten, dann will ich den schönsten Tag will ich ihnen da geben. Den allerschönsten. Das sollen sie genießen und die sollen heimgehen mit einem Gefühl, ach, Rot war toll.